Wir sehen gerade die Bilder und Sie haben es eben auch gesagt, offenbar der Lastwagen gestohlen worden. Was ist das für eine Gegend, wo sich dieser schreckliche Vorfall zugetragen hat? Das ist mitten in Stockholm, also an der Drottninggatan, das ist die Königinnenstraße, wenn man es ins Deutsche übersetzt. Das ist eine relativ belebte, kleinere oder schmalere Einkaufsstraße, Fußgängerzone, mitten im Stockholmer Stadtzentrum. Wer schon mal da gewesen ist, ist nicht so weit vom Schloss und von der Bibliothek dort in der Nähe. Und Orleans ist der LKW reingefahren, so heißt einer der großen Kaufhäuser in Stockholm. Und da ist der Wagen wohl in das Gebäude gefahren. Es hat zwischendurch auch geheißen, der Wagen hätte gebrannt. Kann wohl nicht größer gewesen sein nach den Bildern, was ich gesehen habe. Aber das ist halt dann auch eines der großen Kaufhäuser, wo er in die Ecke, in den Eingangsbereich reingefahren sein soll. Herr Bomsdorf, nach unseren Informationen ist das ganze Jahr gegen 15 Uhr am Nachmittag passiert. Wie viele Menschen waren denn um diese Zeit unterwegs an einem Freitag um 3 in Stockholm? Ja, das handelt sich, also wie gesagt, um eine relativ belebte Einkaufsstraße, Fußgängerzone, wo im Grunde genommen unabhängig von der Uhrzeit man damit rechnen kann, dass da Hunderte von Leuten lang gehen. Also ob das jetzt mitten am Tag ist oder um 11 Uhr morgens oder um 17 Uhr am Nachmittag, macht keine großen Unterschiede. Es ist eine relativ für Stockholmer Verhältnisse belebter Teil der Fußgängerzone, wo immer mal wieder größere Menschenmassen lang gehen, einfach zum Einkaufen, aber auch weil Büros in der Nähe sind. Und einer der Hauptstationen der U-Bahn ist auch dort.